Welcher war denn das jetzt eigentlich mit den Köpfen? War das der hier? Ja, das war er. Glaube ich. Doch, ich glaube, er wollte Köpfe. Und? Ein Elixier der Instant-Heilung. Ein Schokoriegel, zwei Energy. Schokoriegel? Ja. Ah ja. Da. Okay. Zwei Energy Drinks und drei Iron Coins. Wow. Ja gut. Oh. Man muss für die Aufgabe ja nichts kaufen, also dann geht's. Ups. Schon wieder ein Quest? Ich kann die schon wieder machen. Also er verlangt immer mehr. Wofür braucht er so viele Köpfe? Ah gut, er steht neben dem Mülleimer, vielleicht fällt es weg. Okay. Ja, also. Also ich vermute der immer noch, der wirft die weg. Die Köpfe, die er bekommt. Er steht ja direkt neben dem Mülleimer, stimmt. Eben. Jetzt nicht mehr. Mal gucken, ob er bald einen neuen stellt. Ja, ja, jetzt kann er. Ja. Ich glaube, das ist der falsche Ort. Nee, die lassen wir mal hier stehen. Die sind schon gut hier so platziert. Ja. Nö. Ob denn nicht? Ich hab noch ganz viele bei mir. Ich glaube, die Spinne da hinten ist kaputt. Die verschwindet immer wieder. Ja, jetzt ist sie komplett. Jetzt ist sie ganz kaputt. Witzigerweise, man kriegt halt. Na doch. Also, das mit der Hausdurchsuchung, darauf sprechen Sie mich dann irgendwie nochmal an. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und ja, vorher will ich noch mit dem Herrn Melvin reden. Jo, ich halte Sie auch auf dem Laufenden, was da drüben angeht. Oh ja, bitte. Da weit weg. Und Sie kümmern sich um den Herrn Luca. Da wollen Sie auch noch mit dem Melvin reden. Ja, werde ich machen. Gut. Und ich wieder Köpfe fahren und den Weg endlich zu Ende bauen hier. Ja, ich will wissen, was man auf diese Bögen noch alles anheften kann. Ich habe schon von ihm gehört, Power 5 gibt es anscheinend. Ich habe jetzt nur 4. Ja, ich habe mal was Besseres als Sie. Sie haben doch eh immer ein Schwert als, besseres Schwert als ich. Stimmt. Und ich hab Energy Drink. Und was gibt er sie? Was macht er mit ihnen? Gar nichts. Es ist ein Snack. Er macht mich satt. Ja, wow. Und ich bin aufgedreht. Hui. Au. Monsterabweisend. Verfall. Und XP. Und Nachtsicht. Nachtsicht? Auf dem Boden? Nachtsicht, ja. Frag nicht. Wahrscheinlich schießt man jemanden ab und er kann hell sehen. Ich mach das auf meinem Helm. Also ich weiß, dass es sowas wie Glowing gibt, wenn man da jemanden abschießt, dass er leuchtet. Ja, so einen Pfeil habe ich schon erfunden. Cool. Das sind magische Pfeile. Ja, ich wollte erstmal von Ihnen eigentlich einen Trank der Nachtsicht, aber jetzt muss ich zu Tobias wahrscheinlich. Dann machen Sie das erste Mal. Weil Sie haben den ja nicht und wissen ja auch nicht. Also ich kann es versuchen, aber ich wüsste nicht, wie ich den herstellen sollte. Da hätte ich Ideen. Weil, um in der Nacht gut zu sehen, muss man ja eigentlich gute Augen haben. Und damit ich meine Augen immer trainiere, esse ich Karotten. Ich dachte, man macht vielleicht dieses leuchtende gelbe Zeug rein. Nee, das ist ja. Das ist wohl was anderes. Okay.
Zum Beispiel brauche ich das, das ist ja nicht um die Sehkraft zu verbessern, sondern um etwas glänzender oder stabiler zu machen. Zum Beispiel mache ich manche Legierungen mit dem Material. Also ich würde Ihnen raten, einfach mal eine Karotte oder gleich so eine glänzende Karotte da rein zu tun. Eine glänzende Karotte. Ja, die gibt's auch. Die gibt's in verschiedenen Darf ich die Kisten. Werkbank hier im Haus benutzen? Nein. Nehmen Sie die. Ja, gut. Ach, Sie haben es rausgefunden. Ich will die auch. Einfach mal suchen, da findet man die. Was? Ich habe auch so einen. Suchen? Was heißt suchen? Wo soll ich die suchen? In der Mine zum Beispiel oder beim Erkunder fragen, wenn ich es angebe. Ich Ich kann. soll, ne, ich soll ein Crafting Table auf dem Stock in der Mine suchen? Ja, in den Kisten von den Monstern. Ich habe meinen gebaut. Oder so. Ich brauch bloß ein bisschen Holz dazu. Ja, das geht auch. Also, diese Pfeile. Gucken Sie. Darf ich sie abschießen? Ja. Ja. Cool. Der läuft dich jetzt? Der macht jetzt. Ja, gehen Sie mal hinter das Board. Mein Effekt ist schon. Jetzt ist Oh, er weg. ja, warten Sie. Nochmal hinter das Board. Oh, cool, jetzt können wir die Werwölfe jagen. Geh aus dem Weg, du Arsch! Was hast du jetzt davon? Ja. Aber ich kann auch machen, dass Menschen leuchten. Ja, aber bei Ihnen sterben Das sie testen direkt. wir an Benny. Haben Sie gesehen, der hat geleuchtet? Oder so, ja. Und dann ist er umgefallen. Ja. Also diese Pfeile werde ich mal versuchen herzustellen. Dafür brauche ich nur dieses gelbe Puder. Was? Ja, ich hab davon nichts. Ja. Ja, Sie haben es verkauft, also. Aber es gibt, wir haben doch das letzte Mal entdeckt, dass es so eine Pflanze Eben, gibt. genau, daher Die ziehe ich das waren mal. ja da hinten irgendwo. Vielleicht gibt es ja in der Nähe von dem Herrn Nick auch so eine Pflanze. Gibt es. Oder Sie fragen einfach Olaf und der stellt Ihnen das Zeug her. Wäre der einfachste Weg. Das geht auch. Aber die Pflanze ist noch einfacher, weil Herr Olaf pennt so lange. Ja, und die Pflanze muss ich einfach nur zu einem Berg rennen und ab. Warum das? Hat der Herr Ramon und Fräulein Vivian im Haus gesehen? Oder dass der sich irgendwie erholen muss? Ich glaube, er ist immer noch nicht darüber hinweg, dass Phil seine Hunde eingebaut hat. Was ein Weichei. Danke. Ach ja, und was ich Oder auch Sie noch. fragen, Wer wer zuerst? befassen Sie sich auch mit Sternmagie? Nein. Da bin ich raus. Ja, toll, weil dann hätten Sie das Aber ich befasse ultra mich mit leicht. sowas. Weil dann hätten Sie das sehr, sehr leicht gemacht, wo Sie jetzt sind. Ich kann nicht mit meinem Bogen wegteleportieren. Toll, das geht. Aber das kann nicht jeder. Na gut. Hokus Pokus. Nein, aber Sie fragen dann einfach mal Herr Melvin, der macht Ihnen eine Menge gelben Staub. Einfach billig und Ja. schnell. Aber ich gehe auch die selber holen. Ja, vor allem, wenn es dann hinten beim Herrn Nick in der Nähe ist, von dem Ja, entdeckten. was ma welchen Staub meinen Sie eigentlich? Den Staub von diesen Lohnen oder Nein, diesen. Den. Gelben, genau, Ja, den den da. gelben, aber den gibt es doch keine Und Blume den anderen? davon. Doch, Und der. das haben wir schon herausgefunden. Das ist so eine Blume, die ist ganz dünn und die hängt, also hängen so wie drei Fäden dran. Und dann ist das Zeug da drin. Warten Sie, ich kann Ihnen das ja mal hier bauen. Das hier ist halt die Ich bin mal kurz in Wurzel. Gedanken. Das hier ist jetzt einfach mal die Wurzel. Und die geht dann hier oben einmal so. Dann hier lang und Ja, einmal ich hab das schon nach verstanden, ja. vorne. Und da, die hat ganz kleine gelbe Knubbel drinne in den Blüten. Ja, ich und der Herr Ben, als wir das Gerät von dem Herrn Nick gefunden haben, haben da so eine Pflanzen entdeckt und als wir die weggemacht haben, kam halt so was Gelbes raus. Obwohl Herr Nick hätte, könnte diesen Staub viel, viel leichter herstellen noch. Naja, der Herr hat ein Geheimnis, der Herr ist ein Werwolf. Nein. Ja, das haben wir jetzt herausgefunden.
Der Stadtwache bleibt halt nichts verborgen. Bei irgendjemandem knallert's in der Hose. Wer schafft das, den Herrn Tobias da oben abzuschießen? Der kriegt ein Iron Coin von mir. Ich wusste gar nicht, dass der Tobias wach ist. Und jetzt sie. Ein Iron Coin, wenn sie ihn runterschießen. Auch nicht. Ah, schade. Geld gespart. Ja, und sie? Die Prein. Oh Gott, jetzt kommt er. Ja toll, jetzt ist es doch nicht mehr schwer. Hat trotzdem nicht getroffen. Was sollte das denn werden? Wir wollen zaubern lernen. Fokus, Fokus! Sie leuchten irgendwie. Sie leuchten. Haben Sie eine Leuchtung? Sie leuchten jetzt. Herr Darko, Sie werden auch immer dunkler, kann das sein? Ja, ich habe eine Rüstung an. Das habe ich wohl gesehen. Also, diese Pfeile werde ich mal der Stadtwache welche zukommen lassen. Oh ja, auf jeden Fall. Dann kann man Werwölfe abschießen und die sieht man doch durch die Wand. Jetzt leichtere Aufgabe: einfach nur den Hunter da hinten schießen. Welchen? Der welchen? Mitten hier steht. Ja, okay. Der okay. auf dem Podest. Okay. Da kommt ein Coin von dir. Ich habe doch nicht gewettet damit. Doch, du hast gesagt, jetzt leichtere Aufgabe. Wenn du das hörst, schießt dann die Wette von Eich dran. Nein. Doch. Nö. Ich habe nicht mal Geld dabei, also. Dann gib mir deine Rüstung. Ganz ehrlich, bei dem klimpert's die ganze Zeit, der hat 100 pro was dabei. Oder seine Rüstung ist locker. Und er kriegt einen Herzschaden. Hier, Herr Ben, no? Was fällt Ihnen ein, einfach den Herrn Tobias zu hauen? Ich weiß, was das war. Der Wind? Welcher Wind? Es ist Windstille. Und der nein, Wind, es ist Wind, kein Vollmond. Ja, aber ich leg mich jetzt auch erstmal zur Ruhe. Dann kann man wieder runter in die Mine gehen und Party machen. Nein, ich bin nicht mehr in der Mine, ich mache über Tage meine Arbeit. Wem gehört jetzt die Mine? Ja, natürlich gehört sie noch mir, aber da unten ist Justin und ich bin über Tage. Und hole da die Erze raus. Wären sie mal unter Tage geblieben, wegen ihnen regnet's jetzt. Sie haben's heraufbeschworen. Ich will ja mal weiter mein Haus bauen. Okay. Wollen wir die Hausdurchsuchung jetzt noch machen? Nee, das. Wir alleine. Nee, das kriegt man ja, nicht. Ja, stimmt. Machen wir lieber mit der Rest. Genau. Der Stadtwache. Ist nur eine Person. Ja, ich werde mich jetzt erstmal kurz hinlegen gehen und wenn es aufgehört hat zu regnen, den Weg hier auf jeden Fall mal weiterbauen. Ja, ich denke, ich muss den Dark mal eben noch anquatschen, bevor er sich jetzt spendigt. Okay, ich mach mal. Ja. Ich denke, es ist zu spät. Aber naja. Sie können ja. Ja, keine Ahnung, was machen wir. Ich muss jetzt ganz nach unten. Ganz, ganz nach unten. Bis es nicht mehr weitergeht. Da gibt's in der Mine so einen Fahrstuhl. Fahrstuhl? Ja, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen das. Warum baut man einen Fahrstuhl nach unten? Damit man ganz schnell unten ist. Ganz unten? Ja. Ganz unten tot oder ganz unten lebendig? Man ist noch lebendig. Also ich fühle mich noch lebendig. Wie lange? Bis sie mein Schwert küssen. Ist das unten genug? Ja, nee. Muss tiefer. Ja, ich glaube, das wird reichen. Okay, dann damit so wieder rauskommen und ich bin. Ich musste etwas für mein Buch tun. Das ist der Codex mit meiner Birki. Ich muss zum höchsten Punkt und zum tiefsten Punkt. Mal einen neuen Einband verpassen, damit es schöner aussieht. Ja. Ja, das haben meine Hunde beschädigt. Und Hokus. Fokus! Was gibt's denn hier? Ich guck grad nur, was er hier verkauft. Du stehst mir im Weg.
Ja, es ist gerade Nacht, sie können ja wieder Monster jagen gehen. Ja, aber ich denke, ich werde mich jetzt auch mal hinlegen. Okay, dann. Ja, ich. Und bei Regen hatte ich eh nicht so. Das ist eine Sternschnuppe. Jo. Die, ich habe gehört, die braucht der Melvin für seine Magie. Nein, nicht, dass sie ihm irgendwann mal auf den Kopf fallen. Mal gucken. Hoffentlich fallen sie dir der Nick auf den Kopf, weil der macht ja die gleiche Magie. Aber haben Sie gesehen, ich habe Ihr Haus jetzt auch schon mit einem Weg verbunden. Toll. Ja, der geht hier drüben beim Brunnen lang. Ja, vielleicht sollten Sie andersrum auch noch einbauen. Wäre praktisch. Mhm. Und da können Sie sich gleich Köpfe holen. Jo. Bis morgen dann.